Anonymer Brief an die Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria vom 2. November 2000. Wir sind eine Gruppe von Arbeitern und möchten auf einen unerträglichen Zustand hinweisen, in der Hoffnung, dass jemand etwas dagegen unternimmt. Ohne die Hilfe des Staates sind wir verloren und mit uns Hunderte von Familien, die ebenfalls hier leben. Es handelt sich um die Gemeinden Riziconi, Rosarno, Gioia Tauro und Polistena. Sie werden von einer Person beherrscht, die Ihnen allen sicherlich bestens bekannt ist. Toto Crea. Dieser Mafioso kontrolliert die gesamte Wirtschaft und Politik, kassiert horrende Schmiergelder und kauft Grundstücke und Immobilien zu einem Spottpreis. Dieser Mann setzt seine Macht und seine Druckmittel ein und lässt alle nach seiner Pfeife tanzen. Sie müssen verhindern, dass diese Situation noch unerträglicher wird, als sie es bereits ist. Das Gebiet, das in diesem anonymen Brief genannt wird, liegt in Kalabrien, im tiefsten Süden Italiens. Eine arme Region, die sich jedoch gut entwickelt, dank ihrer Olivenplantagen und des Hafens von Gioia Tauro. Wichtiger Umschlagplatz aller Waren aus Asien und Südamerika. Drogen inbegriffen. Im Unterschied zur sizilianischen Cosa Nostra, deren Organisation auf dem Prinzip der Kooptation, der Hinzuwahl gründet, basiert die kalabrische Ndrangheta auf dem Prinzip der Blutsverwandtschaft. Clans beherrschen bestimmte Gebiete, die durch neue Verbindungen vergrößert werden. Die Kleinstadt Riziconi wird von Teodoro Toto Crea kontrolliert. Er bezeichnet sich als Landwirt. Auf dem Feld hat ihn bisher noch niemand gesehen. Toto Crea wurde schon zu mehreren kurzen Haftstrafen verurteilt. Doch bisher konnte die Justiz ihm keine mafiösen Aktivitäten nachweisen. Der anonyme Brief veranlasste die Staatsanwaltschaft zu einer Untersuchung, die von Hauptkommissar Bonfiglio von der Anti-Mafia-Abteilung der Kriminalpolizei Reggio Calabria geleitet werden sollte. Uns liegt eine Zuweisung der Staatsanwaltschaft der Antimafia-Bezirksdirektion vom Staatsanwalt persönlich vor. Der Übertragung der Zuständigkeit sind eine Reihe von anonymen Schreiben beigefügt. In diesen erläutern mehrere Personen, dass Riziconi seit 2 Jahren von illegalen Geschäftemachern beherrscht wird. Toto Crea soll ein politisches Mitte-Rechts-Bündnis mit dem Namen Democrazia e Libertà, Demokratie und Freiheit, gegründet oder zumindest gesponsert haben. Darin sollen zahlreiche Personen vertreten sein, die mit Crea in geschäftlicher oder sogar familiärer Verbindung stehen. Laut neuesten Polizeiinformationen besteht die Gruppe um Crea aus annähernd 100 Personen. Das sind zu viele für uns. Wir müssen eine Auswahl treffen und gezielt Überwachungen und Abhöraktionen in die Wege leiten. Von 8 bis 20 Uhr geht ihr in Zweiergruppen raus, in Uniform und Dienstwagen. Ihr macht Kontrollgänge in Riziconi, um besagte Personen vor Ort beobachten zu können. Ich will alles wissen, wo sie wohnen, mit wem sie zusammenwohnen, welches Auto sie fahren, welche Orte sie frequentieren. Ihr führt normale Verkehrskontrollen durch und bringt die Leute, zum Beispiel, weil sie keinen Sicherheitsgurt tragen, mit aufs Kommissariat. Gebt ihnen zu verstehen, dass die Polizei in Riziconi von nun an ständig präsent sein wird, was bisher nicht der Fall war. Cosa fa? La macchina intestata a lei? Cosa fa? È un negozio di elettrodomestici, ferramente. Sono passato da un falegname che mi deve dei soldi. E sono 2 giorni che non si trova. Rappresentante. È da 2 giorni che cerco una persona e non riesco a trovarla. La patente posso andarvela a prendere qua a casa, che sono uscita per andare un attimo dal marmista, io ce l'ho. Come si chiama? Crea Marinella. Il papà è mafioso. Il papà è mafioso, però è... Mi dispiace che ho i piedi sporchi, diciamo, se no sarei entrata dentro a prenderla. Grazie, arrivederci.
Zwei Monate lang werden verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hauptkommissar Bonfiglio versucht, bestimmte Strukturen herauszuarbeiten. Wer fährt mit wem, mit welchem Auto, zu welcher Tages- oder Nachtzeit? Die Mafia arbeitet als Netzwerk, die Polizei auch. Anfang Februar 2001 wird im Rahmen einer ministeriellen Richtlinie die Kriminalpolizei umstrukturiert. Die Einheiten werden neu organisiert, Aufgaben neu verteilt. Die Untersuchung wird vorübergehend eingestellt. Hauptkommissar Bonfiglio wird befördert und schließlich nach Sizilien versetzt. Seine Stelle bekommt ein junger Kommissar, ein ausgebildeter Jurist. Ich freue mich, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Einige von Ihnen sind ja schon lange dabei. Und es ist eine Ehre für mich, mit Ihnen zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir gut miteinander auskommen werden. Aber ich habe einige Prinzipien, die Sie beachten müssen. Ich verlange von Ihnen absolute Korrektheit und Loyalität. Dafür können Sie mit jedem Problem zu mir kommen. Ich bin für Sie da. Aber ich akzeptiere nicht, dass man mich an der Nase herumführt oder irgendetwas hinter meinem Rücken macht. Dann kann ich sehr unangenehm werden. Die Untersuchung zum Fall Toto Crea wird von Hauptkommissar Labate als zweitrangig eingestuft. Er übergibt sie halbherzig Kommissar Nico Morone. Dieser ist älter als Labate, hat aber einen niedrigeren Dienstgrad. Morone untersucht als erstes die abgehörten Telefonate von Toto Crea. Diesen Leuten entgeht nichts. Sie informieren sich über jede Kleinigkeit. Ein auffälliges Auto und sofort wird angerufen und Bescheid gegeben. Das Telefongespräch fand um 23.31 Uhr statt, also sofort, nachdem der Anrufer das Auto entdeckt hatte. Er ruft umgehend an, um das zu kontrollieren. Beide sind aus Rizzikoni? Ja. Einer ist ein ehemaliger Gemeinderat und der Anrufer ist meiner Meinung nach Teodoro Crea, der Boss der Bosse. Fünf Monate, nachdem Kommissar Morone die Ermittlungen übernommen hat, explodiert eine Bombe vor dem Geschäft eines kleinen Transportunternehmers in Rizzikoni. Morone weiß, es handelt sich hierbei um eine Warnung an einen Unternehmer, der den Schutzgelderpressungen der Ndrangheta nicht nachgekommen ist. Das sagt auch der Betroffene. Ja, distrutto. Come zona qua un po' delicato. Ma io non so dire che io forse mi sei eterni.
Der Transportunternehmer fügt hinzu, er habe keine erklärten Feinde. Er wisse nicht, wer ihm schaden wolle. Bei seinen bisherigen Ermittlungen hatte Morone noch nie direkt mit Toto Crea zu tun. Eines Abends beschließt er, die Nachtpatrouille in Uniform zu begleiten. Diese hat unter anderem die Aufgabe, Personen, die unter Hausarrest stehen, zu kontrollieren. Auch Teodoro Crea steht nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis unter Hausarrest. In casa con chi sta? Solo con la moglie? No, vabbè, ci sono anche i figli che... Beh, la figlia si è sposata. Sì, sì, sì. Quindi c'è la moglie, lì c'è un figlio, mi sembra che... Sì, è un figlio che... Anche lui dimostra di essere un figlio di un boss, ecco. Ah, sì? C'è il comportamento abbastanza... Sì, attizzoso. Ha una moto di grossa cilindrata. Ah, sì? Non indossa mai il casco. Vabbè, atteggiamento... Sì, è un atteggiamento che appunto vuole dimostrare a quelli di Rizzigoni che lui è figlio del boss. E nei controlli precedenti come si è mostrato? Abbastanza seccato oppure... Sì. Ormai si comporta abbastanza tranquillo, c'è pure una certa età ormai, anche se è il boss dei boss, insomma. Lui è sottoposto a questo obbligo già da tempo. Controllo da effettuare saltuariamente dalle 19 alle 06 del mattino. Scendi a sinistra, ti metti dritto. Vai via. Entri così. Ti metti dritto. Ecco qua. Polizia? Sì, un momentino. L'hai presa la cartellina? No. Non devi annotare le cose? Sì. Dormiva? Che facevo allora? A casa sì. Non è che si gioca. Ma siete stati ammalati? Sì, la pressione. Pressione. In piedi. Eh? In piedi. Ah. In piedi. E che avete al piede, scusate? Avevo il slogato. La distorsione. Vedici. Sono tutto il terrore questo tempo. Porca puttana, vedi che capo, popolazione terrorizzata. Sembra un coso. Un dio? No, oh, ma sai che è? Che questo è violento, questo è la paura, capito? Ah, un tipo violento? Poi ha. Sì, e questo c'ha pure omicidi, ha fatto omicidi. Adesso la vicenda di un campo di calcio costruito per i giovani che non può essere utilizzato da anni perché sorge sul terreno di un qualche boss della 'Ndrangheta ed è andato praticamente in rovina. Accade in provincia di Cosenza e ce ne parla Pino Nano. A Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro, c'era una volta un campo di calcetto, bello e con l'illuminazione notturna, ed ora non c'è più. Distrutto e devastato insieme agli spogliatoi, forse perché realizzato sul terreno confiscato al presunto boss Teodoro Crea, è destinato ai giovani del paese, altrimenti facile preda delle cosche. E si sa che la 'Ndrangheta non gradisce e reagisce, specie quando, colpita negli interessi patrimoniali, ne viene messo pesantemente in discussione anche il suo prestigio. In una nota. Es liegt hier ein Schreiben des Kommissariats von Gioia Tauro an die Antimafia-Staatsanwaltschaft vor. Inviata alla Procura della Repubblica di Palmi, descrivono praticamente. Darin ist die Rede von verschiedenen anonymen Briefen, die mafiöse Aktivitäten des Crea-Clans aufzeigen. Si fa riferimento praticamente. Darin wird auch von öffentlichen Ausschreibungen berichtet. Si parla anche degli appalti. Es heißt, Unternehmen würden Schutzgelder bezahlen, um bestimmte Aufträge zu bekommen. Oder sie würden Leute einstellen, die von Crea ernannt wurden.
persone per lavorare indicate dallo stesso CREA. Oder die Unternehmen selbst wurden direkt von CREA ausgesucht. Offensichtlich haben die Unternehmer keine Wahl. Wer in Rizzico nie einen Auftrag bekommen möchte, braucht dazu Toto CREAs Einverständnis. Hier steht wörtlich: Wir wissen, dass Sie an der Sache arbeiten, aber Sie müssen sich beeilen. Die Lage wird immer schlimmer, die Situation ist unerträglich. Dieser Mann bekommt jeden Tag mehr Macht über uns. Es ist unglaublich, was man hier liest. Wir sprechen von Toto CREA, einem gefährlichen Mann, der uns beherrscht, wie wir Ihnen schon öfter mitgeteilt haben. Mit dem Geld, das er durch Erpressungen, Schutzgelder und Drogenhandel angehäuft hat, kauft er für geringe Summen selbstherrlich Grundstücke und Gebäude von Personen auf, die ihr Leben lang ehrlich und hart gearbeitet haben. Und er ist natürlich schlau genug, diese Geschäfte über Strohmänner unter verschiedenen Namen abzuwickeln. Morone sucht nach einer Möglichkeit, um das Gesetz des Schweigens zu brechen. Die anonymen Briefe geben zwar zahlreiche Anhaltspunkte, Beweise liefern sie aber keine. Doch einem Kollegen Morones aus einem lokalen Kommissariat gelingt es, einen pensionierten Landvermesser zu überzeugen, Morone unter dem Schutz der Anonymität zu treffen. Secondo me loro i CREA sono il braccio, la forza. Le altre cose, soldi e casini vari, da quello che vedo io, quello non è che posso, lei... posso anche sbagliare, va bene. Secondo me io, i soldi muovono princi, zitari. Dietro tutte queste persone c'è sempre. Dietro tutte queste persone, un CREA in ogni caso. CREA te la forza. Che dà un nuovo bambino fuori, come si dice, su un cedro. La forza è chi? Ma sto fatto che si sta accattando tutto il terreno, è vero? Ma secondo me io catta, però non catta a nome suo. A Razzico non parlano più. L'unica cosa è attaccarvi a certe persone. Zitere. Zitere. Ma io che ero vice sindaco? Ero vice sindaco. Facevo tutto. Almeno la gente parla che spendeva 800 milioni la campagna elettorale. Per Dekret des Staatspräsidenten wurde Pasquale Insitari, ehemaliger Vizebürgermeister von Rizziconi, mit dem gesamten Gemeinderat seines Amtes enthoben. Der Grund? Verdacht auf Verbindung zur lokalen Mafia. Im darauffolgenden Jahr wurde Insitari jedoch in den Provinzrat von Kalabrien gewählt. Morone erscheint das suspekt. Er unterrichtet seinen Vorgesetzten Labate. Im Diskurs, der lui è stato molto chiaro. Die Aussagen des Informanten waren klar. Er sagte, CREA sei von einer Reihe von Leuten umgeben, denen er bestimmte Aufgaben zuteilt. Jeder hat seine bestimmte Rolle. Und dieser Insitari ist dabei eine zentrale Figur. Als ehemaliger zweiter Bürgermeister von Rizziconi hat er gute politische Kontakte und scheint seine Finger überall im Spiel zu haben. Wie kommt es, dass wir ihn bisher nicht beobachtet und abgehört haben? Ich weiß es nicht. Er spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Der Informant sagte mir sarkastisch, er hat gewissermaßen drei Sterne. Er scheint so etwas wie das Alter Ego von CREA zu sein, derjenige, der ihn überall vertritt. Ich denke, eine nähere Überprüfung dieses Insitari und seiner Geschäfte könnte interessant sein. Wir sollten nachprüfen, welche Geschäfte er in letzter Zeit abgeschlossen hat, was er gekauft hat. Zuerst einmal müssen seine Vermögenswerte untersucht werden. Was arbeitet dieser Insitari eigentlich? Das weiß ich nicht. Gut, prüfen wir, ob seine Vermögenswerte mit seiner Tätigkeit in Einklang sind. Allora, da dove cominciamo? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Uno lo dobbiamo fare per forza noi, al computer. Perché è molto noto. Ah, sì.
No, al computer. Se mi dedicate solo 5 minuti. Guarda. Intanto l'ispettore Morrone, il mio collega. Piacere. Dove sono i registri per tutto cominciare a vedere? Parte. Anche i casali, cioè vedere tutto. Tutta parte dalla misura completa, dalla tavola, cioè dire dalla rubrica vecchie nominative. Nominative. Poi... Le tavole vecchie e nuove. 2056. Manca il 56. Devono subito. Intanto vediamo se c'è. Settantotto, settantaquattro, settantasette, settantacinque. Che strano. 8.991. Oh, ma questo è bello. 93. 91. È possibile che mancano tutti i numeri. Vuoi vedere al computer su altri? Ma giusto per vedere se... Però intanto lui e lei dovremmo farli. Guarda, se loro mi dicono mi danno la password, io la stampo e poi gli metto questura. Senza... Lei non li deve fare lei, li deve fare... Magari non gli dirà niente il computer, ma lo sai com'è? Quando tu senti qua, sai che hanno interrogato. Perché? Perché comunque, magari è una persona nota. Questura. Ufficio. Ufficio. Ok. Okay. Cerca di evitare di dire i nomi perché hai visto si era piazzato qua. Quindi voglio dire, se volete sapere a chi ho interrogato, poi vorrei tu stesso, non preoccupatevi. No, io parlo chiaro. Quando mette questura di Reggio Calabria, là lo porta il numero delle note. E allora? Qual è il problema? A lei... Lei pensa no, che. Capite qual è la signora? Lei pensa che io magari non lo metto? No, no. Io faccio le interrogazioni. Cose extra legge non le faccio, per carità, ci mancherebbe pure. Con tutto il rispetto per quello che è il vostro lavoro. Però se vi dico vi lascio il numero, vi lascio il numero. Stop. Stop. Aus den Archiven des Notariats geht hervor, dass der ehemalige Vizebürgermeister in Sitari nur mit 6.500 Euro an einer Wohnung beteiligt war. Kommissar Morone findet jedoch heraus, dass in Sitari mit zwei Partnern das Unternehmen Devin gegründet hat. Devin hat vor kurzem ein leerstehendes Gebäude mit einem 14 Hektar großen Grundstück in der Rizikoni erworben, um dort ein neues Einkaufszentrum zu errichten. Dagegen hat ein Mitbewerber wegen Begünstigung Klage eingereicht. Wir konnten ganz klar aufdecken, auch dank der Informationen des Verwaltungsgerichts, dass es hier skandalöse Vorgänge gegeben hat. Es gibt bestimmte Gesetze, welche vor einigen Jahren in Kraft getreten sind und die Errichtung von großen Bauprojekten regeln, von gewerblichen Gebäuden wie Einkaufszentren und so weiter. Darauf haben wir alle entsprechend reagiert. Ich zum Beispiel habe mich in Gioia Tauro für die Errichtung eines Einkaufszentrums stark gemacht, hier vor Ort. Diese neu eingeführten Gesetze, welche das im Einzelnen sind, sehen wir noch, legten fest, dass unser Unterbezirk, genauer gesagt der Unterbezirk 14, dass diese Region ein Anrecht darauf hatte, ein Einkaufszentrum für sich zu errichten. Und zwar sofort. Ein Einkaufszentrum für Lebensmittel, sonst nichts. Nur einen einzigen Supermarkt. Ich und einige andere haben also umgehend einen Bauantrag gestellt. Meiner war vom 30. Mai 2000. Am 2. Juni stellte eine Firma aus Rosarno ihren Antrag. Und gegen Ende des Monats Juni hat eine Firma aus Rizikoni ihren Antrag gestellt. Besagte Firma aus Rizikoni.
In dieser Reihenfolge wurden die Anträge gestellt. Der Antrag, den die Gemeinde von Riziconi eingereicht hat, war der letzte der vier Anträge. Er wurde vom Bauausschuss bevorzugt, welcher aus Funktionären der Region und der Provinz besteht. Vor allen anderen. Was passierte inzwischen in der Regionalregierung? Sie durfte nur ein Projekt genehmigen. Und anstatt dem Zentrum von Gioia Tauro den Zuschlag zu geben, hat sie eigenmächtig die Zahl der Zentren auf 3 erhöht. Nur um den Antrag des besagten Herrn genehmigen zu können. In Sitari war also politisch auf der richtigen Seite. Ja, er gehört zur Berlusconi-Clique, zum Polo, die alle dieselbe politische Richtung haben. Dieselbe politische Richtung wie die Provinzregierung? Die Mehrheit haben. Die Mehrheit, also Polo delle Libertà. Er präsentierte seinen Antrag und alle waren dafür. Die Minister waren auf seiner Seite, die Funktionäre. Von dem Einkaufszentrum in Riziconi würde also der ehemalige Vizebürgermeister stark profitieren. Er hat schon mehrfach von solchen Machenschaften profitiert. Kürzlich hat er um eine Baugenehmigung ersucht für ein Riesenhotel und dafür staatliche Zuschüsse beantragt. Er bekam es natürlich genehmigt, als einziger in der ganzen Region. Und dazu noch Gelder? Ja, er bekam dafür Zuschüsse. So ist das eben in der Politik. Diese Herren hätten gerne Einsicht in die Unterlagen, in denen es um die Entscheidung geht, die Zahl der Einkaufszentren in der Gegend zu erhöhen. Und sie interessieren sich für die Akte, in der man den ursprünglichen Erlass zur Errichtung von Einkaufszentren nachlesen kann. Es geht uns um den Vorschlag der Regionalverwaltung. Das ist diese hier. Das Vorschlagsrecht liegt in erster Linie beim Regionalrat. Aber in bestimmten Fällen kann der Vorschlag auch von einem einzelnen Mitglied oder einer Gruppe von Mitgliedern ausgehen. Diese können auf ein Problem hinweisen und eine Abänderung der bestehenden Regel beantragen. Habe ich Sie richtig verstanden? Ein einzelner Vertreter des Regionalrats kann also die Abänderung eines Erlasses bewirken? Vergleichbar mit einem Abgeordneten, der die Regierung anrufen kann? Meine Frage ist, muss eine Abänderung die Zustimmung des gesamten Regionalrats bekommen oder reicht es aus, dass diese Abänderung von der Mehrheit getragen wird? Der Abänderungsantrag muss vom gesamten Regionalrat beschlossen werden. Wenn es dabei aber um ein Problem geht, das einen bestimmten Sektor betrifft, kann der Vertreter, der für diesen Bereich zuständig ist, die Initiative für einen Abänderungsantrag übernehmen. Er legt ihn dann dem Regionalrat vor, der den Antrag unterbreiten kann. Alles bestätigt sich. Es bestätigt sich. Denn der Ausschuss besteht aus Personen, die Riziconi nahestehen. Der Gemeindeverwaltung von Riziconi. Was meinst du? Na, das sind alles seine Leute. Wie heißt noch mal der Wirtschaftsminister? Fuda. Das war er. Er hat diese Änderungen durchgesetzt. Am 26. Mai 2002 kandidiert Pietro Fuda für den Regionalrat mit Unterstützung der Partei von Silvio Berlusconi. Am 27. Mai wird Fuda zum Präsidenten der Regionalverwaltung Kalabriens gewählt. Unstimmigkeiten in den Aktivitäten und Vermögenswerten von Insitari erlauben es Kommissar Morone, dessen Telefon abzuhören. Pasquale Insitari hat regen Telefonaustausch.
Denn er ist nicht nur Geschäftsmann und Mitglied des Regionalrats, sondern seit kurzem auch noch Lokalvertreter der 2002 neu gegründeten christdemokratischen Partei UDC, der er kürzlich beigetreten ist. Der politische Aspekt spielt für Kommissar Morones Ermittlungen keine besondere Rolle. Die UDC ist eine neue Partei, entstanden aus dem Zusammenschluss zweier christdemokratischer Splitterparteien. Sie braucht neue Führungskräfte und schaut über deren Vergangenheit großzügig hinweg. Morone konzentriert sich auf den Geschäftsmann in Sitari und informiert seinen Vorgesetzten Labate. Ich habe Nachforschungen über das Einkaufszentrum angestellt, das von Insitaris Firma Devin gebaut werden soll. Es war in Rizikoni geplant, soll jetzt aber in Cinque Frondi gebaut werden. Dieses Einkaufszentrum ist mir scheißegal. Du sollst vernünftig arbeiten und logische Zusammenhänge herstellen. Dieses Einkaufszentrum soll nicht mehr in Rizikoni gebaut werden. Deswegen ist es für uns im Moment zweitrangig. Sollte sich herausstellen, dass unsere Verdächtigen etwas mit diesem Zentrum oder der Firma Devin zu tun haben, werden wir herausfinden, warum. Und feststellen, ob dieses Projekt zu den Vermögenswerten des Clans gehört. Aber dir fehlen noch viel zu viele Informationen. Zum Beispiel, wem die Grundstücke gehören. Da sind wir gerade dabei. Das wollte ich gerade erläutern. Dieses Einkaufszentrum ist mir egal. Mir geht es auch nicht um das Einkaufszentrum. Außerdem soll es ja jetzt gar nicht mehr in Rizikoni gebaut werden. Das ist noch nicht sicher. Wahrscheinlich wird es nie gebaut. Doch, es wird bestimmt gebaut. Wie dem auch sei. Es geht doch auch darum, dass dieses Unternehmen in Rekordzeit ein Angebot für ein Projekt vorgelegt hat. Und es hatte dafür eine Fläche von 140.000 Quadratmetern zur Verfügung. Und zwar auf dem Gebiet der Gemeinde Rizikoni.
Nun müssen wir auf dem Katasteramt herausfinden, wem diese Grundstücke gehört haben. Ja, genau, das ist wichtig für uns. So können wir eventuell nachweisen, dass diese Debin eine Firma in den Händen von Mafiosi ist. Morone verfolgt seine Spur weiter. Er will herausfinden, wie ein Vizebürgermeister, der seines Amtes wegen mafiöser Machenschaften enthoben worden ist und der offiziell kein Vermögen besitzt, ein 14 Hektar großes Grundstück kaufen kann, um dort ein Einkaufszentrum zu errichten. Mit seinem neuen Stellvertreter Amalfitano begibt er sich aufs Katasteramt, um eine Kopie des Kaufvertrags zu bekommen. Ma poi ti faccio vedere io la ricostruzione storica, come sono arrivata a lei. Che questo qua è di tutta gente di Oppido, di Goscio, di Goldopatrico, tutta una serie di famiglie. Alla fine l'hanno transitata su questo. Tre soggetti, capito? E poi questi tre soggetti l'hanno portato alla Deva. E poi guarda caso i passaggi sono avvenuti tutti nello stesso periodo. Prima che si sciogliesse con consiglio. Non ti posso presentare un progetto su terreni che non sono miei. Capito? 8, 9, 10 in un quarto. Va bene? E poi mi portiamo qua, sempre mio. Grazie. Di nulla. Arrivederci, grazie. No. Qua. Qua c'è il totale. Hier haben wir die Gesamtsumme. 1.202.000.000 Lire. 1.202.900.000. Das ist die Summe, die die Firma Devin für das Grundstück bezahlt hat. Und hier haben wir die Eigentümer. Antonio Crea, das ist der Cousin von Teodoro Crea, dem Boss. Dann Giuseppe Crea, das ist der Sohn, nicht wahr? Und Immaculata Catalanti, das ist die Schwägerin. Das ist doch seltsam. Das müsste reichen, um die ganze Sache aufzudecken. Diese Leute haben an nur einem Tag 1,2 Milliarden Lire bezahlt. Für einen einzigen Kaufvertrag. Das zeigt doch ganz klar, dass zwischen diesen Leuten eine Verbindung besteht. Kommissar Morone geht davon aus, dass es sich um einen fiktiven Verkauf handelt. Er begibt sich unter einem Vorwand zu den Verkäufern, um zu prüfen, ob sie das Geld, das Insitari ihnen offiziell bezahlt hat, auch tatsächlich bekommen haben. Von Teodoro Creas Sohn ist keine Adresse ausfindig zu machen. Die Hausdurchsuchung beim Cousin führt zu keinem Ergebnis. Bleibt noch die Schwägerin. Signora, siamo dalla polizia. Ci può aprire gentilmente? Vai, quante scale. Buongiorno. Grazie. Suo marito non c'è? No, è a scuola. Ma questo è vostro, questa casa? No. Non è vostro? In affitto. Ma questo che è, signora? Un contratto di vendita? Io ho venduto una parte prima, no? Siamo messi d'accordo e l'ho venduta. Adesso devo fare le carte di un'altra parte. Ah, un'altra parte. Io non mi so spiegare bene, perché tutto poi sapete, il marito e poi che... Ma questi erano terreni vostri, signora? No, miei. Veramente siamo conosciute là. Il mio papà e mia mamma sono state 30 anni in questa proprietà. Ho capito. Poi tra un po' uscito, voi sapete. Sì. L'ho presa io. Sì, sì. Ho capito. E poi l'avete venduta? Metà, non tutta, perché l'altra metà hanno presi altre persone. Parente, ho capito. E questo invece... Quello che aspettava a noi, un pochettino che abbiamo dato. Poi questo riguarda un'altra, quindi questa è una vendita. Questo riguarda un'altra vendita. Ma è lo stesso terreno. Io non me so spiegare. Cioè, abbiamo questo del 2001, prima, questo... là ci sono i particelli, le cose, io non me so spiegare. È una bella cifra però, signora. Eh sì. E se non mandi, se non era conveniente. Ho capito. Questa cifra, signora, la potevate comprare a casa.
Però voi non sapete quello che avevo prima, però quando comprate il terreno, se avevo tempo, sono vostro. No, dico io, mi sembra strano, insomma, uno vende per realizzare... Si vede solo l'entrata, ma l'uscita... No, dico, uno vende per realizzare un guadagno, so, no? Dice, col guadagno, la prima cosa che si fa, uno che fa, si fa la casa. È che l'ho comprato con tanto, l'ho comprato così, soldi di qua, soldi di là, poi sta proprietà. Mio marito a scuola, voi lo sapete, quando mettete operai, se la mangiano tutto loro. Ad un certo punto eravamo sotto debiti di debiti. Abbiamo trovato questa occasione ringraziando a Dio. Andiamone così. E quindi con questi soldi in pratica avete sanato, insomma, queste cose debitorie che avevate? Tante cose nostre che problemi ce ne sono. Malattie purtroppo da bambina. Ho capito. Andavo e venivo da Genova, comunque ringraziando a Dio. Io, signora, mi veniva un pezzetto della sta cifra, ma una villa mi faceva. Sì, guardate, siamo sette figli. Onestamente, signora, perché uno dice... Non posso dire, siamo sette figli. Ah, quindi l'avete dovuto dividere tutto quanto. Mie sorelle me l'hanno date, io gliel'ho dovuto dare. Non è che dici che è una cosa, sì, era giustamente era una bella cifra. Certo, una bella cifra che sto, diceva, me ne vado, è una bella città. E appunto, non è mi compro un appartamento. Sì, sono le entrate, tu vedi quanto prende al mese, 3 milioni. Io voglio, dice, te ne ramando. Però le uscite non le vede nessuno. Die Nachforschungen haben nichts Konkretes ergeben, was Morones Verdacht stützen würde. Nichts außer der Tatsache, dass der Lebensstil der Betroffenen sicher anders wäre, wenn sie wirklich diese hohe Summe Geld bekommen hätten. Ein Mann neben der Telefonkabine scheint Kommissar Morone zu beobachten. Der Polizist weiß, dass sich seine Anwesenheit in Rizikoni herumgesprochen hat und Crea davon unterrichtet wurde. Eine Bedrohung stellt das aber nicht für ihn dar. In Kalabrien sagt man, die Mafia verkriecht sich wie das Wild, aber es greift den Jäger nicht an. Dann schauen wir uns mal die Familienbande der Familie Crea an. Da haben wir Domenico Crea, den Bruder. Antonio Crea, den Cousin. Giuseppe Crea, den Sohn. Und Barone, den Schwiegersohn. In Sitari können wir momentan noch nicht direkt dazuzählen. Aber er ist der Pate eines der Familienangehörigen. Also haben wir auch eine direkte Linie, oder? Ja, mach ruhig eine direkte Linie. Ja, als Pate gehört man zur Familie. Dann kommen wir zu den geschäftlichen Verbindungen. Da haben wir in Sitari, Vasta, De Marte. Ihnen gehört die Firma Devin. Domenico Crea ist über das Unternehmen seiner Frau mit Devin verbunden. Dieses übernimmt Aufträge und führt sie für Devin aus. Ja, auch hier eine grüne Linie. Das hängt alles zusammen. Dann haben wir Girolamo Cutri und Antonino Anastasi. Sie stehen in geschäftlicher Verbindung. Antonino Anastasi ist der Cousin von De Marte. Also auch hier eine Verbindung. Und hier haben wir die politischen Verbindungen. Versace, Cutri, Scarfo, Papalia. Sie gehören alle dem gleichen Lager wie in Sitari. Das zeichnen wir so ein. Teodoro Versace hat eine Verbindung zu Teodoro Crea. Er hat dessen Tochter geheiratet. Da können wir eine direkte rote Linie zeichnen. Pasquale Napoli hat eine Verbindung zu Antonio Crea. Er gilt als einer seiner Vertrauensmänner. Also ein grüner Kreis für geschäftliche Verbindungen. Nico, mir fehlt immer noch die Verbindung zwischen Teodoro Crea und in Sitari. In Sitari ist der Pate eines Familienangehörigen der Familie Crea. Ja, mag sein. Aber wie beweisen wir, dass sie geschäftliche Verbindungen haben und dass ihr Geld aus illegalen Geschäften stammt? Das Schaubild haben wir nur gemacht, um die Verbindungen zu verstehen. Die Gründe, die ausgereicht haben, um den Gemeinderat, um in Sitari wegen mafiöser Verbindungen aufzulösen, reichen nicht aus, um diese Leute vor Gericht zu bringen. Das wissen wir. Aber genau das ist unsere Aufgabe.
Kommissar Morone hatte es bisher vermieden, doch nun kann er nicht mehr anders. Er muss sich an die Bank wenden. Eine Institution, mit der er keine große Erfahrung hat. Ausgestattet mit einem Rechtshilfeersuchen geht er zu der Bank, bei der Insitari seine Konten hat. Guten Tag. Wir würden gerne den Direktor sprechen. Wir sind von der Kriminalpolizei. Herr Direktor, wir haben hier einen Beschluss der Staatsanwaltschaft zur Beschlagnahmung. Von Unterlagen? Da sind Sie nicht die Ersten heute. Da hätten Sie heute um 19:30 hier sein sollen. Wir möchten alle Unterlagen über den gesamten Bankverkehr. Kopien der Schecks und Überweisungen. Für jedes dieser Dokumente müssen Sie eine Anfrage machen. Denn das läuft über ein Archiv außerhalb der Bank. Das heißt, wenn ich irgendwann in Rente gehe, werden Sie Ihre Nachforschungen immer noch nicht abgeschlossen haben. Deswegen schlage ich Ihnen vor, wir nehmen die Kontoauszüge und Sie sagen mir, was Sie interessiert. Denn wenn wir nach der Herkunft von bestimmten Summen suchen, wird das Monate dauern. Aber die Bank archiviert doch alle Unterlagen. Nein, das läuft alles über externe Firmen, nicht direkt über die Bank. Gut, dann nehmen wir die Kontoauszüge. Die sind also sofort zugänglich. Anfragen an das externe Archiv sind eine langwierige Sache. Das ist für die kaum zu machen. Stellen Sie sich vor, ich habe 2 bis 3 Anfragen pro Tag. Und unsere Bank hat 2.100 Filialen. Das sind sehr viele. Um allen Anfragen gerecht zu werden, bräuchten wir 22.000 Arbeitstage. Denken Sie nur an die ganzen Nachforschungen zu den Geschäften von Berlusconi, den Mont-Edison-Skandal und so weiter. Wir müssten alle Banken in Süditalien schließen und uns nur noch damit befassen. Ich wusste es. Sobald man mit den Banken zu tun hat, wird es kompliziert. Was willst du machen? Dann nehmen wir uns eben nur den Computerausdruck vor. Aus dem besagten Zeitraum. Das Problem ist, dass er uns sagen wird, wenn ihr etwas von mir wollt, dann müsst ihr für jedes einzelne Dokument eine Anfrage stellen. Du hast doch jetzt gesehen, wie das funktioniert. Für alles braucht es einen Antrag. Wir hätten keine allgemeine Anfrage machen sollen. Jetzt stecken wir fest. Es stimmt nicht, dass sie die Unterlagen nicht haben. Das glaube ich nicht. Aber sie geben sie nicht raus. Kommissar Morone lässt nicht locker. Er stellt erneut eine Anfrage gemäß den Vorgaben der Bank. Schließlich bekommt er die Auszüge eines der Konten von Insitari. Da sein Vorgesetzter, Hauptkommissar Labate, abwesend ist, geht er direkt zu Roberto Penisi, dem zuständigen Staatsanwalt. Dieser hat ständigen Personenschutz. Alle seine Fälle hängen direkt oder indirekt mit der 'Ndrangheta zusammen. Als das Konto eröffnet wurde, war es vollkommen leer. Leer? Und wann kam die erste Gutschrift? Am nächsten Tag gab es die erste Kontobewegung, aber das waren Abbuchungen, vor allem Bankgebühren. Gut. Die erste Gutschrift kam genau an dem Tag, als die Firma von Insitari in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Das ist der gleiche Tag, an dem die Transaktionen für den Kauf des Grundstücks über die Bühne gingen. Sehr gut. In welcher Höhe? Das sind Überweisungen in Höhe von 40.200.000 Lire. 20.000 Euro. Jetzt wird es interessant. Wirklich sehr interessant. Soweit ich gesehen habe, wir sind darin ja keine Experten, kam die erste Überweisung von einem Konto, das offensichtlich auch zur Firma gehört. Außerdem gibt es immer wieder etwas seltsame Kontobewegungen. Diese müssen wir mit den Unterlagen vergleichen, die wir bei der Bank angefordert haben. Es wird Geld gutgeschrieben, das am gleichen Tag wieder abgebucht wird. Gut. Da haben wir eine erste große Überweisung von 120 Millionen Lire. 60.000 Euro. Wir müssen klären, woher diese Summe kommt. Und dann sind hier verschiedene Schecks verzeichnet. Zum Beispiel ein Scheck über 196 Millionen Lire. 98.000 Euro für den Kauf der Grundstücke. Ja,
Gut. Dann gehen diese 200.000 Euro ein. Davon 100.000 Euro von einem Girokonto, von der gleichen Bank. Das Seltsame ist, dass es bei diesen Bewegungen um große Geldsummen geht. Es gibt Gutschriften und Abbuchungen, aber nach 10 Tagen weist das Konto ein Minus von 25.000 Euro auf. Und alles dreht sich um diese Herren der Firma Devi. Sie scheinen von diesem Geld zu profitieren. Es ist ihnen auch gelungen, sich trotz Ungereimtheiten dem Verwaltungsgericht zu entziehen. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber es gibt Gerüchte, dass diese Leute sogar Beziehungen zum Verwaltungsgericht haben. Mehr weiß ich nicht darüber, aber es ist klar, dass sie politische Kontakte haben. Nein, ich habe noch zu tun. Ciao. Es gibt also noch einige offene Fragen, Herr Staatsanwalt. Wir brauchen auf jeden Fall die Unterlagen der Bank. Herr Direktor, wir warten immer noch auf die Unterlagen. Welche Unterlagen? Wir haben so viele Anfragen, wissen Sie. Wir haben vor längerer Zeit eine Anfrage nach Unterlagen eines Kontos gestellt. Ich sehe nach, ob Sie da sind. Einen Moment bitte. Sie wissen ja, es waren Ferien. Die Anfrage wurde am 18. September bearbeitet. Sind die Unterlagen da? Noch nicht. Gut, Herr Direktor. Ich werde Ihnen jetzt das weitere Vorgehen erläutern. Wir handeln im Auftrag der Staatsanwaltschaft und verlangen Einsicht in die genannten Unterlagen. Sie haben nun eine Frist von 2 Wochen. Wenn uns die Unterlagen innerhalb dieser 2 Wochen nicht vorliegen, werden wir im Auftrag der Staatsanwaltschaft gemäß Artikel 248 der Strafprozessordnung gezwungen sein, bei Ihrer Bank eine Durchsuchung vorzunehmen. Es war nötig, dass wir ihn jetzt unter Druck setzen. Er hat unsere Anfrage erst am 18. September weitergeleitet. Da hätten wir noch lange warten können. Jetzt ist er unter Zugzwang. Am zweiten Samstag im September feiert Reggio Calabria das Fest der Madonna della Consolazione, der Jungfrau des Trostes und der Hoffnung. Im Gebet sind alle vereint, ehrliche Bürger und Mafiosi. Auf dem Weg zur Kirche kommt der Zug der Gläubigen wie jedes Jahr an den Büros der Kriminalpolizei vorbei. Die 2 Wochen sind vorüber. Kommissar Morone und sein Kollege gehen wieder zur Bank. Die Ermittlungen dauern nun schon fast 2 Jahre. Attenzione. Vi prega di tornare indietro e di depositare gli oggetti metallici nella cassettina. Sì, la polizia. Hier ist die Polizei. Danke. Grazie. Sta porta è pericolosa. Diese Tür ist gefährlich. Ja, wir schon wieder. Ich weiß, dass wir nicht so gern gesehen sind. Guten Tag. So, sind Sie weitergekommen? Offensichtlich herrscht nicht nur auf meinem Schreibtisch Unordnung. Ich habe 18 Anfragen zu beantworten. Ja, ich verstehe. 18, das ist einfach zu viel. Hier sind die Unterlagen. Nein, Moment, das sind sie nicht. Sie müssen ja irgendwo sein. Hier sind Sie. Dann schauen wir mal. Gut. Da haben wir 3, 4, 5 Schecks. Aber dazu haben wir nichts gefunden.
Und hier haben wir 350 Millionen Lire, umgerechnet also 175.000 Euro. Sie wurden am 22. gutgeschrieben, aber am 23. wurden sie annulliert. Dazu gibt es keine schriftlichen Unterlagen. Das war ein Fehler im Buchungssystem. Sie erscheinen nicht in der Rubrik Abbuchungen. Ich verstehe. Und wie erklären wir das dem Staatsanwalt? Das steht hier ganz deutlich. Annullierung im Buchungssystem, das ist einer Ihrer Fachausdrücke. Wie erkläre ich das als Laie dem Staatsanwalt? Bei diesem Stand der Ermittlungen gibt es aufgrund einer neuen ministeriellen Richtlinie wieder Umstrukturierungen bei der Kriminalpolizei. Schränke, Schreibtische und Arbeitsplätze werden wieder einmal neu geordnet. Morones Vorgesetzter, Hauptkommissar Labate, wird durch Luigi Silippo ersetzt, von der Mordkommission. Was uns fehlt, ist die genaue Zuordnung dieser Transaktion von über 900 Millionen Lire, 450.000 Euro. Die Bank hat uns dazu nur den Eingangsbeleg vorgelegt. Und warum keine Kopie des Schecks? Es hieß, die Kopie sei unauffindbar. Das ist nicht möglich. In einem anderen Fall haben Sie den Scheck vorliegen, aber nicht den Überweisungsbeleg. Hier haben wir den Eingangsbeleg, aber keinen Scheck. Das kommt mir komisch vor. Sehr komisch. Hauptkommissar Silippo engagiert sich stärker in den Ermittlungen als sein Vorgänger Labate. Während Kommissar Morone weiter nach den fehlenden Unterlagen sucht, schickt Silippo mehrere Berichte an den Staatsanwalt, in der Hoffnung, mehr Befugnisse zu bekommen. Uns fehlt hier praktisch nur noch eine Überweisung von 450.000 Euro. Eine Tragödie. Für diese 450.000 Euro haben wir nur den Einzahlungsbeleg, aber keinen Scheck. Auf dem Einzahlungsbeleg steht Gegenwert in Bargeld, nein. Verwendete Schecks, einer. Aber der Scheck fehlt. Während unserer Unterhaltung mit dem Direktor sagte dieser, das Geld sei bar überwiesen worden. 450.000 Euro in bar. 450.000 in bar? Seltsam, oder? Dafür bräuchte man ja einen Lieferwagen. Richtig, sehr merkwürdig das Ganze. Dann ist uns noch etwas aufgefallen, Herr Staatsanwalt. Solche Summen müssen gemeldet werden. Das Gesetz gegen Geldwäscherei. Genau. Theoretisch müssten also 175.000 und 275.000 Euro am 22. August eingezahlt worden sein. Und zwar in Form von Schecks oder in bar. Am nächsten Tag, dem 23. August, erfolgte eine Stornobuchung. Das heißt, diese beiden Einzahlungen, 175.000 und 275.000 Euro, also insgesamt 450.000, wurden annulliert. Und gleichzeitig erfolgt eine Überweisung von 450.000 Euro. Ebenfalls in bar. Genau. Und das kam uns wirklich sehr merkwürdig vor. Das ist nicht merkwürdig, sondern ein Skandal. Richtig. Eine Schweinerei. Kamen die 450.000 Euro vor oder nach der Ausstellung der Schecks zugunsten dieser Personen? Danach. Sie kamen hinterher. Also, ich gebe dir was und du gibst es mir zurück. 585.000 Euro gingen an den Krea-Clan. Zahlungen an Krea. Aber als Einnahme sind nur 451.000 Euro verzeichnet. Das ist die Höhe. Was haben die Kreas mit den Schecks von Devin gemacht? Da fehlt doch etwas. Ja, ungefähr 135.000 Euro. Die haben sie eingesackt. Jetzt müssen wir prüfen, die Konten der Kreas. Wir brauchen eine genaue Kontenaufstellung, damit wir verfolgen können, was sich tatsächlich abgespielt hat. Suchen Sie sich einen Finanzexperten. Eine Finanzexpertin wird hinzugezogen. Sie soll die Wege der Geldsummen, die für den Grundstückskauf bezahlt wurden, nachverfolgen. Als erstes untersucht sie das Konto der Schwägerin von Teodoro Crea. La Devin
Die Firma Devin bezahlt, wie im Kaufvertrag festgehalten, an Frau Catananti per Scheck der Banca di Roma eine Summe von 559.590.000 Lire, 279.795 Euro. Was geschieht dann? Dieses Geld bleibt nicht einmal einen Tag auf dem Konto von Frau Catananti. Sobald das Geld eingegangen ist, verschwindet es wieder, und zwar auf folgende Art und Weise. Ich habe hier geschrieben: Frau Catananti bezahlt an Frau Catananti. Denn diese hebt mit einem Inhaberscheck 108 Millionen Lire von ihrem Girokonto bei der Genossenschaftsbank ab. Dazu kommen 25 Millionen Lire, die sie schon bei der Carime Bank abgehoben hat. Außerdem führt sie eine weitere, sagen wir, ungewöhnliche Operation durch. Sie stellt Namensschecks in einer Höhe von 406 Millionen 400.000 Lire an ihren Ehemann Domenico Burzi aus, der sich diese Schecks bar auszahlen lässt. Diese Summen zusammengenommen ergeben fast den gesamten Betrag aus dem Grundstücksverkauf. Das Geld ging also theoretisch wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück. So ist es. Wir haben also diese verschiedenen Transaktionen. Aber ich kann nicht mehr nachvollziehen, was mit dem Geld passiert ist, das von Frau Catananti und ihrem Ehemann bar abgehoben worden ist. Das Geld befindet sich nicht mehr auf dem Konto, aber es gibt keine Hinweise, was sie mit diesem Geld gemacht haben. In nessuna maniera di questo genere qui, perché è stata mia moglie che ha venduto una proprietà che aveva ereditato, diciamo, che i suoi genitori lì, poi ha avuto l'ha venduta, insomma, l'ha cambiato assegni lei. E lei è sicuro che non ha cambiato assegni? Io personalmente non ho cambiato assegni. Se ho girato qualche assegno, l'ho sempre, ma non nel mio conto, sul conto di mia moglie. O sul conto di te due, non lo so, ma sempre la firma di mia moglie. L'ho potuto versare, è un assegno di mia moglie. Io non ho avuto nessun assegno intestato a me. Tranquillamente. Ho capito. Allora, signor Buzzi, il problema è questo. Noi abbiamo già parlato pure con altre persone, insomma, sì, che hanno movimentato denaro, eccetera. Sì. A noi risulta pure che dal conto corrente dove voi avete movimentato queste somme di denaro, sì, poi il conto corrente è stato chiuso. Ecco, allora, sì, il problema è questo. Su questo conto, in pratica, sono girate diverse centinaia di milioni. Sul conto mio? Ecco, ora le spiego una cosa. Queste centinaia di milioni sono stati cambiati assegni. Cioè, sì, gli assegni sono stati portati alla banca, cambiati, quindi in denaro contante, sì, alla fine, siccome c'è pure delle norme che regolano, sì, pure i movimenti di denaro, sì, sì, in pratica ora a noi serve sapere, in linea di massima, questi soldi dove sono andati? E dove sono andati? Uno penso che quei soldi... Se lei può io dire, io posso giustificare... Io penso che io, se erano mie, non so mia moglie, tanto per dire... Ma voi siete in comunione di bene, sì, non sbaglio? Sì, ma se noi ce l'abbiamo giocati, se abbiamo, dico tanto per dire, sì, se abbiamo comprato qualche cosa, se non l'abbiamo comprata, io penso che uno con i soldi suoi può fare quello che vuole, penso io, poi di altre cose non so, se dobbiamo dare conto dei soldi. Se noi stiamo facendo una chiacchierata, poi lei, sì, mi dice, io non voglio dire niente, non voglio parlare niente, io faccio due righe, scrivo tranquillamente, informo l'autorità giudiziaria, informo chi di dovere, io per i soldi, e chiudiamo il discorso. Io per i soldi, insomma, i nostri, li abbiamo spesi noi, come abbiamo ritenuto più opportuno. E non siamo tenuti a dirlo a nessuno, né come l'abbiamo spesi, né come non l'abbiamo spesi. Perché uno penso che lei con i suoi soldi, se vuole andare a giocarlotto, se vuole investirli in una società, se vuole fare una cosa, non viene a dirmelo a me. Signor Buzzi, lei che lavoro fa? Io sono insegnante di scuola. Benissimo. Allora, io sono un ispettore di polizia. Sì. In questo momento, sì, io sono delegato, sì, dall'autorità giudiziaria, sì, a farle delle domande. Sì. Benissimo.
Lei non è né in veste di indagato, né in veste di arrestato, sì, né niente. Sì, è semplicemente che la polizia può invitare quando vuole le persone e può chiedere. Oh. Sì, sì. Allora io le ho fatto semplicemente le domande. Quindi lei mi ha risposto in questo modo molto evasivo per dire lei con i soldi può fare quello che vuole. Allora per me non è una risposta accettabile. Se io metto questo nero su bianco, signor Buzzi, mi deve capire. Metto nero su bianco e la mando all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria la convoca e la sente in procura. Mehr kann Kommissar Morone nicht erfahren. Aber er ist überzeugt, dass der große Boss Teodoro Crea der Drahtzieher hinter dem Projekt des Einkaufszentrums von Insitari ist. Und dass die von Insitari bezahlten Geldsummen an Crea zurückgegangen sind. Nur Beweise hat er dafür keine. Er unternimmt einen letzten Versuch. Eine Hausdurchsuchung im sogenannten Bunker von Teodoro Crea soll ihm den notwendigen Hinweis auf die finanziellen Verbindungen mit Insitari liefern. D'Europa. Quello è il negozietto di Pasquale. Questo di fronte? Mm. La faccia del negozio. E qua sta costruendo l'albergo a fianco. Dove? Ora vi faccio vedere. Dove ci sono queste transenne? Qua, in questo spazio qua. Questo qua è il negozietto? Questo è il negozietto. E qua ci sta costruendo l'albergo. Mm. Vedi, tutto sto piazzale qua. Vinci Maria è qua. Ora giriamo a sinistra. Wow, che palazzetto! Ora là è un macello, perché c'è una stradina sola per entrare. Una sola? Qua è tutto il regno di Teodoro. Tutto il regno di Teodoro. Pure questo è suo, sto frantoio. Ora c'è una stradina piccolina per entrare e qua comincia la casa sua, il bunker. Buonasera, la polizia! Ci sono i cani, sono sciolti? I cani? Sì, ci sono i cani. Ecco, legateli. Buonasera, sono della polizia. I cani li avete legati? Eh? I cani li avete legati? No. Beh, se li legate è meglio, siamo più tranquilli noi e più tranquilli loro. Perché sono più lì. Ah, vabbè, scusate, dobbiamo effettuare delle perquisizioni. Cortesemente, li dovrebbe legare. Una cuccia, una catena. Non è che è cattivo, stiano tranquilli. Signor Crea, se può seguire i colleghi... Così ci svegliamo e facciamo la perquisizione. Che piano siamo qua? Terzo piano? Sì. Terzo piano, sì. Quello che sono a parte un secondo. Sì, vabbè, è tutto uno. Signora, non ci funzionerebbe, lei dica quello che vuole. Facciamo finta che l'ha persa, veramente. Non facciamo finta che l'ha persa. Signora, ma scusi. Ma vediamo che l'ho persa, l'ho persa. Signora, intanto non si agita. Sia calma. Sia calma. Ma sapete, mi ha detto qua, come fare piano? Non si agita. Sì, ma da quant'è che, no, che si è accorta che non c'ha la chiave? E non ha provveduto, non ci crediamo, signora. Non ha provveduto, non ha mai provveduto a prendere una copia, signora. Ma cosa c'è all'interno, signora? Oro. Oro e basta. Oro e quindi come fa, scusi, se la si è bloccata? Quando la deve aprire come fa? Eccole qua. Ha visto che la venuta della polizia si dirà qualcosa? Abbiamo trovato le chiavi. Problemi di salute, voi venite e mi facete... Signora, vabbè, bello, ecco. Bellino. Lo può chiudere. Sì. Ok. Signora, può chiudere. A posto qua? Sì, qua è a posto. Va sì, bene. Quasi, sì. Se abbiamo completato, ora ci mettiamo di là un attimo che facciamo questo verbalino. Sì. Sempre lo stesso film fanno qua. Pronto? Suonano. Negativo. Negativo, ciao. Negativo, ciao, ciao. Die Ermittlungen, die vor zweieinhalb Jahren aufgenommen worden sind, gehen nicht weiter. Sie werden ausgesetzt, ohne Ergebnis. Staatsanwalt Penisi wird nach Norditalien versetzt. Kommissar Morone bekommt andere Fälle übertragen. Er ist doch qua. Hast du das gesehen?
Das ist ein Artikel über die Seekoli. Und was steht drin? Nach 3 Jahren Bevormundung durch die Präfektur kommt jetzt Belcastro. Das bedeutet Rückkehr zur Normalität. Der Anwalt Vittorio Belcastro wurde zum Bürgermeister von Rizzicoli gewählt, mit einer klaren Mehrheit. 3.905 von 4.199 Stimmen. Das sind 99%. Auf welcher Liste kandidierte er? Legalität und Entwicklung, eine Sammelliste von Forza Italia, UDC, Sozialisten, Umweltpartei, Nationale Allianz und Unabhängigen. Die sogenannte Rückkehr zur Normalität wird 5 Monate später jäh gestört. In der Nacht vom 20. Oktober 2003 bestellt Teodoro Crea einen Mann zu einem Treffen in die Berge. Einen Mann, der in Abwesenheit wegen Mordes im Zusammenhang mit der Mafia zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Dieser vermutet eine Falle, schießt auf Crea und stellt sich der Polizei. Teodoro Crea wurde am Kopf getroffen und liegt halbseitig gelähmt im Krankenhaus. Die Familie des Schützen verlässt die Region aus Angst vor Vergeltungsschlägen. Mit Ausnahme seines Schwiegervaters, einem 69-jährigen Landwirt, der nie etwas mit der Mafia zu tun hatte. Am 9. Februar 2004 wird dieser von Kugeln durchlöchert tot in seinem Olivenhain gefunden. Es gibt keine Hinweise, keine Zeugen, nur ein Wort: Vendetta. Kommissar Morone beschränkt sich bei seinen Ermittlungen nun auf das Abhören der Telefone und hat damit Erfolg. Anfang Dezember 2005, 5 Jahre nach der Eröffnung der Ermittlungen, erfährt er durch ein abgehörtes Telefongespräch, dass Teodoro Crea und sein jüngster Sohn Domenico eine Erpressung planen. Zum großen Erstaunen Morones, Erpressung gegen den Mann, der bisher als ihr Strohmann gegolten hat, Pasquale Insitari und die Firma Devin. Morone und seine Mannschaft installieren eine versteckte Kamera im Büro eines Verwalters von Devin. Am 18. Dezember 2005 sehen sie darauf, wie der Sohn von Teodoro Crea das Büro betritt. Insitari kommt kurz darauf. Der Grund des Treffens wird schnell klar. Crea Junior verlangt eine außervertragliche Zulage von 700.000 Euro auf den Grundstücksverkauf. Insitari akzeptiert, bittet aber, in 3 Raten bezahlen zu können. Wohl als Beweis seines guten Willens bekommt Domenico Crea sofort einen ersten Scheck. Morone versucht erst gar nicht zu verstehen, was hinter den inneren Kämpfen des Clans steckt. Wichtig ist für ihn nur eins: Er hat Domenico Crea in Flagranti bei einer Erpressung erwischt und kann ihn festnehmen, was er ohne zu zögern tut. Als Domenico Crea das Gebäude verlässt, lässt er ihn festnehmen. Das Gleiche plant er mit dessen Vater. Doch dieser ist gewarnt worden und schafft es, trotz seiner halbseitigen Lähmung, zu fliehen. Er versteckt sich 6 Monate lang in einer unterirdischen Wohnung im Wald. 6 Monate später, am 2. Juli 2006, erfährt Kommissar Morone, wiederum über ein abgehörtes Telefongespräch, von einem Treffen der lokalen 'Ndrangheta-Bosse im Rahmen eines Picknicks im Garten eines ihrer Mitglieder. Als Stühle dienen Obstkisten. Das Besteck ist feinstes Silber. Interrotto dalla polizia, un summit mafioso nella zona di Gioia Tauro e dopo un conflitto a fuoco sono stati arrestati un boss latitante, Teodoro Crea, e 2 affiliati al clan Mammoliti. Die vertretenen Mafiagrößen werden in aller Form festgenommen. Der große Boss Teodoro Crea wird, da halbseitig gelähmt, auf einem Bürostuhl abgeführt. Vor dem Haus versichern die Bewohner von Rizzicoli dem Boss ihre Unterstützung. Um Teodoro Crea ins Gefängnis bringen zu können, müssen die Polizisten den Hinterausgang benutzen. Ein Jahr später geht Kommissar Morone nach Abschluss seiner Ermittlungen selbstbewusst durch den Haupteingang.
Nico Morone hat genügend Beweise gegen alle diejenigen gesammelt, die Teodoro Crea dabei geholfen haben, sich der Justiz zu entziehen und seine schmutzigen Geschäfte weiter zu betreiben. Am 18. Juli 2007 lässt er insgesamt 16 Mitglieder des Crea-Clans festnehmen. In Rizikoni, aber auch in Rom und Brescia, wo Creas Männer Investitionen getätigt hatten. Gnadenstoß gegen den Crea-Clan, titelt die Presse am folgenden Tag. Der Staatsanwalt von Reggio Calabria ist weniger optimistisch. Bei einer Pressekonferenz verkündet er, diese Festnahmen seien für ihn der Ausdruck der Schwäche des italienischen Staates, weil es Teodoro Crea über 30 Jahre lang gelungen ist, die Gesetze zu missachten. Der ehemalige Vizebürgermeister Pasquale Insitari hat sich währenddessen aus der Politik zurückgezogen, um sich ganz seinem Projekt, dem größten Einkaufszentrum Kalabriens, zu widmen. Die Herkunft der finanziellen Mittel für dieses Projekt ist bis heute nicht vollkommen geklärt. Dass die Einwohner von Rizikoni zu Teodoro Crea hielten, hat mich nicht überrascht und auch nicht geärgert. So ist es eben leider. Die 'Ndrangheta unterstützt Teile der Bevölkerung, die in Schwierigkeiten sind. Und das ist eine Tragödie. Die Mafia verhält sich wie ein illegaler Staat. Sie kümmert sich um diejenigen, die der Staat im Stich lässt. Wir versuchen in Kalabrien die Luft zu reinigen, damit mehr Unternehmen hier investieren und Arbeitsplätze für Jugendliche schaffen. Leider tun das nur wenige. Wer weiß, ob wir die Mafia jemals ganz bezwingen können. Denn auf jeden verhafteten Crea kommen etliche, die immer noch tätig sind. Trotzdem dürfen wir den Kampf gegen die Mafia nicht aufgeben. Wir geben nicht auf und wir vertreten den Staat. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch Berge versetzen kann. Wir müssen nur anfangen zu graben. Am 17. Dezember 2007 wurde Teodoro Crea wegen mafiöser Machenschaften zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sein jüngerer Sohn Domenico bekam 9 Jahre, der ältere Giuseppe 8 Jahre. Giuseppe konnte fliehen. Ich glaube nicht, dass die organisierte Kriminalität in Rizikoni durch die Verurteilung der genannten Personen geschwächt werden konnte. Genauso wenig wie durch die Festnahmen verschiedener Mitglieder des Crea-Clans, die im Laufe dieses Prozesses erfolgt sind. Die 'Ndrangheta gehört seit Generationen zur kalabrischen Kultur. Sie ist so stark in dieser Kultur verankert, dass es unmöglich ist, sie mit einem Gerichtsprozess auszulöschen. Doch es ist wichtig, sehr wichtig sogar, diese Prozesse durchzuführen. Sie sind ein wichtiges Signal für die Bevölkerung, denn auch in Kalabrien gibt es ehrliche Leute. Und diese Leute müssen sehen, dass der Staat präsent ist. Sie müssen wissen, dass der Staat für sie da ist und sie schützt. Die Leute wissen sehr wohl, dass Ermittlungen dieser Art Zeit brauchen, dass sie aufwendig sind, ermüdend und dass es trotz allem immer wieder vorkommen kann, dass sie aufgrund juristischer Spitzfindigkeiten nicht den erhofften Erfolg haben. Deswegen sind die Fälle, die erfolgreich abgeschlossen werden, auch als wichtige Meilensteine zu betrachten. Vielleicht ist die Lage in Rizikoni trotz allem nicht anders geworden, ich weiß es nicht. Aber eine tiefgreifende Veränderung hat dieser Prozess doch mit sich gebracht. Ein Mann, der sich für unantastbar hielt, wurde festgenommen. Es wurde ihm öffentlich der Prozess gemacht. Er wurde vor allem zum Mafioso erklärt und man hat ihm dabei in die Augen geschaut. Er wurde von einem Gericht des italienischen Staates verurteilt. Und das ist schon einiges. In den Prozessakten wurde vermerkt, dass Pasquale Insitari unter einer Art Borderline-Persönlichkeitsstörung leide. Teodoro Crea selbst sagte, er habe sehr gute Beziehungen zu Insitari gehabt, was uns auch aus den Reihen der Polizei bestätigt wurde. Auch die Fakten sprechen für sich. Schließlich war Pasquale Insitari der Taufpate des Enkels von Teodoro Crea.
Er trägt übrigens den gleichen Vornamen wie der Großvater. Laut Aussagen des Kronzeugen Bruzzese war in Zitari der Mann, der Creas Interessen auf politischer Ebene vertreten hatte. Bruzzese hat außerdem ausgesagt, dass die Wahl von Zitari von den Mitgliedern des Crea-Clans unterstützt wurde. Sie haben die Wahlkampagne organisiert und für Stimmen gesorgt. Des Weiteren hat Pasquale Zitari eine wichtige Rolle als Unternehmer gespielt. Er hat sich mit Crea verbündet. Für Crea bedeutete dies, dass er an den Gewinnen des von Zitari gebauten Einkaufszentrums beteiligt worden wäre. Aber Zitari war kein Mitglied der Ndrangheta im engeren Sinne. Er war Crea immer untergeordnet. Deswegen wollte Teodoro Crea auch den Löwenanteil für sich behalten. Genau an diesem Punkt stießen wir mit unseren Ermittlungen auf diese beiden Personen. Nämlich, als Crea begann, Druck auf Zitari auszuüben und mehr Geld von ihm zu verlangen. Beim Prozess sollte Pasquale Zitari auch über sein Verhältnis zu Crea aussagen. Hauptsächlich wurde er zu dem Gespräch mit Domenico Crea, dem Sohn von Teodoro Crea, befragt. Warum dieser so viel Geld von ihm verlangte und warum er ihm verschiedene Schecks übergeben hat. Pasquale Zitari hat beim Prozess selbst nicht ausgesagt, aber die schriftlichen Protokolle seiner vorherigen Aussagen lagen dem Gericht vor. Das Gericht ist davon ausgegangen, dass er Druck von außen bekommen hatte und deswegen aus Angst nicht vor Gericht erschienen war. Diese Vermutung hat sich bestätigt, denn 3 Wochen nach der Verhandlung wurde der Sohn von Pasquale Zitari eines Abends in Riziconi von einem gleichaltrigen Jungen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter hieß Luciano Crea. Welchen Gefahren ich persönlich ausgesetzt bin, kann ich Ihnen nicht sagen. Laut juristischer Untersuchungen vom September 2007 soll es präzise Listen zur Eliminierung bestimmter Personen geben, die in meinem Umfeld arbeiten, weil wir neuerdings wieder verstärkt gegen die kalabrischen Mafia-Verbindungen vorgehen. Die Ndrangheta schickt aber keine Boten aus. Besonders gefährlich wird es vielmehr in den Momenten, in denen die Spannung etwas nachlässt, in denen die Aufmerksamkeit der Mafia gegenüber zurückgeht. Denn dann kann die Ndrangheta am leichtesten zuschlagen. Ich habe in den letzten 15 Jahren mehrere anonyme Drohbriefe und Briefe mit Patronen erhalten. Die machen mir nicht wirklich Angst. Viel bedrohlicher wird es, wenn man nichts mehr hört. Giovanni Falcone hat einmal gesagt, wir Richter und Anwälte sterben, wenn wir alleine sind. Das heißt, wenn die Institutionen uns nicht in unserem Kampf unterstützen und wenn das Interesse der Gesellschaft an diesem Phänomen nachlässt, dann wird es für uns gefährlich. Aber ich fühle mich zum Glück nicht allein.